Irgendwas scheint mir immer noch zu fehlen. Ganz ehrlich. Wahrscheinlich irgendein Herzcontainer oder irgendein Upgrade. Naja, ich sag's mal so, wenn es einer von euch weiß, was mir jetzt noch fehlt, falls jemand so fleißig zuschaut, hier bei Mega Man X, dann darf man das jetzt hier gerne mal unter die Kommentare posten. Vorher vielleicht nochmal gucken, ob das nicht schon jemand anders geschrieben hat, aber sonst würde ich mich darüber freuen, dann mache ich das als Extra-Video. Und ich muss die ganze Kacke nicht nochmal machen, das freut mich. So, jetzt machen wir das so, jetzt machen wir uns erstmal die ganzen E-Tanks voll. Wusch, wusch, wusch. Das kann jetzt dauern. Obwohl, es geht. Was mache ich denn so lange? Ich konnte euch irgendwas erzählen. Nur was? Keine Ahnung, was ich euch erzählen soll jetzt. Leben, cool. Das könnte ich erzählen. Nee, ich glaube, euch persönlich habe ich die Geschichte mit den gehackten Nüssen noch gar nicht erzählt. Die habe ich nur mal nebenbei, als ich bei Weehawk zu Gast war, gebracht. Wer weiß, ich bin ja bei mir beruflich als als Azubi im Einzelhandel tätig. Und da kam letztes Jahr zu Weihnachten tatsächlich eine alte Dame zu mir und fragt mich, haben Sie gehackte Nüsse? Ich so, was? Also ich habe ihr nicht ins Gesicht gesagt, was? So, stell dir mal vor, wenn ich echt einem Kunden ins Gesicht sagen dürfte, was? Was willst du? Nerv mich nicht. Das ist ein Traum als Einzelhändler. Na, auf jeden Fall, habe ich sie ins Regal gebracht und habe dann gesagt, ja, hier, wir haben gehackte Mandeln, gehackte Haselnüsse, gehackte Walnüsse, was hätten Sie gern? Gehackte Nüsse. Was? Wenn man dann echt erstmal eine halbe Stunde mit so einer Dame diskutiert, weil sie gehackte Nüsse will und dann sie zum Entschluss kommt, dass wir sie nicht haben. Ja, ich sag's mal so, Schatz, wenn du das sehen solltest und ich irgendwann alt bin und so werden sollte, zieh den Stecker. Oh, oh Mann, nein! Meins. Nee, aber sowas hab ich halt. Und man frisst das als Einzelhändler ja immer so ein bisschen rein, deswegen bin ich froh, dass ich hier mein Hobby hab. Ich meine, ich lass hier alles in meinem Hobby raus, was ich so hab, so... diese ganzen Sachen, die ich auf der Arbeit nicht sagen darf, die sage ich hier. Das ist krank im Grunde, aber ich weiß nicht, wer von euch schon mal irgendwie Praktikum als Einzelhändler gemacht hat oder wer selber im Einzelhandel tätig ist, weiß ich ja nicht. Meine Fresse juckt. Meine Fresse ist fort. Ah, sehr schön. 4 Subtanks voll. Alter, jetzt gib's auf Maul. So, 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 sehr, bam, zack, wusch, wow, hey, woo, yeah, geil, möf, möf, töp, möf, smeet, möf, yay, woo, yeah. So. Ja, komm, dich haben wir schon gelesen, Alter. Oh, ich hab grad Frame Drops. Ganz kurz Frame Drops hab ich gehabt. Ja, wusch, 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 ja, you should live, my friend. You shall not pass. So, jetzt mache ich das so. Jetzt setze ich Shotgun Eis ein. Warte, bis du dich mal verpisst hast. Aua. Ist mir egal. Ist mir egal. Ganz ehrlich, ist mir... Wascha! Ist mir egal. Ich kann genug Schaden nehmen. Ich habe 4 verfickte volle Subtanks. So, und den Pisser mache ich jetzt auf dem Style, wie ich ihn eben versucht habe. Kann dauern. Excellent Job, Ex. Ich habe von dir nichts anderes erwartet, denn ich bin dein Vater. Dum, dum, dum. So, jetzt will ich ihn hier hochkommen lassen. Okay, ich kann 2 Hits landen, wenn ich es richtig mache. Ich kann ihm 2 Sprünge gewähren lassen. Das war dumm. Ja, aber so. Ich muss nur auf meine Energie aufpassen. Ich muss nur auf meine Energie aufpassen. Mehr muss ich nicht. Ich sollte aufhören, das an der Wand zu machen. Hm. Ich guck grad mal was. Kann ich den auch locker mit dem Buster besiegen?
ja. Wieso mache ich das? Was soll's eigentlich? Ich habe vier Subtanks. So. Nee, aber der Sparkshot macht definitiv mehr Spaß. Ja. Electric Spark. Ich versuch mal was. Oh! Aua. Okay, jetzt. Ich glaube. Komm. Gönn ich mir, hallo. Dankeschön. Spiel. Ganz ehrlich, wie soll man den mit so wenig Subtanks besiegen? Ich meine, der macht ja so viel Schaden durch seinen behinderten Wandsprung. Ach, schade. Hätte ja funktionieren können. Aua. Komm, fick dich. Du bist gleich tot. Und? Du kommst mir nicht zu nah. Oh, hab ich eine Arnold Schwarzenegger Fresse. Ich dreh durch, Mann. Arnie. Das Gute ist, man hat mir gesagt, was seine Schwäche... Schwebt da gerade sein Gesicht hoch. Oh, hallo. Du hast viel Energie. Also was man mir schon gesagt hat, ich soll... Aua. Mich nicht davon treffen lassen. Ich schenk's mir. Man hat mir gesagt, ich soll's mit dem Rolling-Schild versuchen. Okay. Okay, ich darf auch nicht unter das Ding. Ich will da nur drauf. Und dann soll ich ihn mit dem Rolling-Schild versuchen zu treffen, weil das macht angeblich Schaden. Alter, was ist das für... Was macht das? Wie soll man dem ausweichen? Diese... Oh, was? Was ist das für eine? So, komm. Ich will da hoch. Oh, fuck. Der macht so irre viel Schaden. Komm, ein Hit werde ich ja wohl noch... vertragen. Oh shit. Ja, ein noch, aber. Oh, nö. Jetzt habe ich nur noch halbe Energie. Lass mich doch da. Nee. Alter, was ist das für ein Überviech? Und der, ich komme ja nicht auf bei dem hoch. Ganz ehrlich, und jetzt muss ich alles neu aufladen, ne? Oh nee. Oh Mann, das ist doch öde. Und ich renne mit Camtasia, da gibt's... Ich weiß nicht, ob es da so eine Vorspultaste gibt, aber... Ich mache das ja mit zwei Tonspuren. Einmal Ingame-Sound, einmal meine Stimme. Ich nehme ja alles separat auf, ich Idiot. Das ist mir zu stressig. Wie viel? Ich will keine Leben, ich habe 6 Leben. 6 Medics! Ach man. Es geht alles zum Glück auf die Waffen, das heißt, man muss nicht wechseln. Das haben sie in dem Spiel hier so gut gemacht. Ich brauche keine Leben! Ach man. Einer ist voll. Bleiben noch 3. Oh Gott. Wisst ihr Leute, ich mach gleich mal vor dem Boss ein Safe State. Also direkt vor dem Boss, vor allen 3 Formen. Damit ihr dieses wieder aufgeladen einfach nicht ertragen müsst. Es ist ja im Grunde Schwachsinn. Warum soll ich euch immer wieder zeigen, wie ich mich hier neu auflade? Das ist Schwachsinn. Oh komm. Drop bitte besser. Danke. Ich brauche Energie, keine Waffenenergie. Dankeschön. Mir langweilt nur geringfügig. Ganz geringfügig. Ne, sind wir bald da? Dankeschön. Da haben wir nochmal 2 voll. Das dauert ja auch überhaupt nicht lange. Überhaupt nicht? Und wie geht's euch so?
Ihr werdet mittlerweile jetzt schon wahrscheinlich lange gesehen haben, dass mein neuer Kanalhintergrund online ist. Von dem guten, ich schau mal kurz auf meinen Zettel, Dark X Virus LP hat er für mich gemacht. Also ich, ihr müsst wissen, heute schreiben wir Montag, den 12. Genau an dem Tag werde ich wahrscheinlich auch ein Infovideo hochladen. Ich kann in die Vergangenheit gucken. Und, ja, ich habe mich letzten Endes für das entschieden, weil ich das in dem Infovideo so schon beschrieben habe. Zumindest werde ich das nachher aufnehmen und dann hochladen und beschreiben. Oh Mann. I'm talking about the past. Komm, wie viel brauchst du noch? Ja, wisst ihr, wenn ich dann gleich ganz oben bin, mache ich einmal ein Safe State. Damit ihr euch das hier nicht immer wieder antun müsst. Weil es dauert ja doch ein bisschen. Dankeschön. Jetzt sind alle voll. Alle voll. Muss noch jemand aufs Klo? Nö. So. Zack, 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 zack. Ich meine, Safe States, um euch die Zuschauerdauer zu verkürzen, das wird ja wohl noch erlaubt sein. Buff. Ich will euch nur damit ersparen, dass ihr euch immer wieder denselben Bullshit anguckt. Also, wie ich mich auflade. Irgendwann geht mir auch der Gesprächsstoff aus. So. Wieso musste mir eigentlich seinen Hund noch auf den Pelz schicken? Wieso hat der überhaupt einen Hund? Mal ehrlich, warum hat der Pisser einen Hund? Warum auch noch so eine dumme Töle? Och, fick dich. Ja, das haben wir auch gar nicht getroffen. Fick dich! Dumme Scheißtöle! Alter! Du hast mich weniger getroffen, als ich mich nicht bewegt habe. Stirb aus! Blöde Dreckstöne! Und... Pff, komm! Wie oft wird's eigentlich noch erscheinen? Erscheinen ist wie kommen in der Öffentlichkeit, mein Vater! Zöp! Einfach in die Fresse! Aber die Musik ist cool! Bin ich so doof oder tue ich eigentlich nur so? Moment. Ich sterbe? Oh.